Moin ihr Lieben, jo, er ist wieder da, alles gut, frisches Öl, alles flutscht wieder. Und der Kalle ist auch da. So, ja, fangen wir harmlos an. Wir haben ein kleines Beet neu gemacht. Hier war alles mit Efeu überwuchert. Und das haben wir heute ein bisschen aufgehackt da. Und da sind jetzt Blumenzwiebeln, also Tulpen und Narzissen drin. Bin mal gespannt. Müsste nächstes Jahr ganz schön aussehen. Wollen wir es kurz halten. Dann zum Video gestern Abend von dem letzten da, wo ich mich so ein bisschen echauffiert hatte. Ja, das mache ich natürlich nicht gerne. Das heißt, ich mache es schon gerne, wenn ich mich ungerechtfertigterweise attackiert fühle oder angegriffen fühle. Und ich fühle mich angegriffen dadurch, wenn ich ein total harmloses, ein absolut harmloses Ding hochlade. Ja? Und dann, da ist doch gar kein Zugriff, aber sind schon Daumen nach unten. Leute, das könnt ihr mit mir nicht machen. Also da bin ich dann also allergisch. Ja? So. Das heißt nicht, dass ich nicht mit Kritik umgehen kann. Ich weiß sehr wohl, dass manches, was ich sage, kritikwürdig ist und auch Kritik vertragen kann. Ich kann das auch vertragen. Ja? Nur ich muss es irgendwie einsehen können. Und in dem Punkt mit diesem harmlosen Fuchsding da brennt dann bei mir die Sicherung durch. Dafür ist die Sicherung ja auch da. So. Heute ist Lehrertag. Es gibt ja immer so Tage, ne? Der Tag des Apfelbaums und der Tag vom Schäferhund, der gerade die Vogeltränke leer säuft und sowas alles, ne? Also so nützliche und unnützliche Tage gibt es dann, ne? So. Heute ist also Lehrertag. Das gibt mir Gelegenheit, mal über meine meine Schulzeit nachzudenken. Also, lange Rede, kurzer Unsinn. Eingeschult in einem kleinen Dorf. Da waren 4 Klassen in einem Raum. Erstes, zweites, drittes, viertes Schuljahr. So. Das ging so, ich glaube, ein Jahr. Und dann wurde die neue Schule fertig. Dann lief das also, wie man das heute gewohnt ist. Also erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, vierte Klasse. So. Da hatten wir eine Lehrerin. Eine. Also nichts für Deutsch, Mathe und sowas alles, sondern eine für alles. Ja? So. Und wenn dann auf dem Schulhof irgendwie was passiert war oder irgendwie man hatte sich ein bisschen daneben benommen und damals war man ja noch gehorsamer als heute. Hoffentlich halte ich jetzt nicht das Mikro zu, doch. Nach vorne, da hatte die so einen Stock, einen Haselnussstock, etwa einen Meter lang, bücken und dann kriegst du ein, zwei hinten drauf, auf den Hintern. Aber ordentlich, mit Schmackes. Ja? Was kam da? Nix. Heute wäre die schon nach einer Woche nicht mehr im Amt gewesen, sagen wir so. So. Dann mit 10 Jahren kam ich dann aufs Gymnasium. Das war die Zeit der Kurzschuljahre. So. Das war dann alles neu für mich. Ich war eigentlich nur Plattsprechen gewöhnt. Also Hochdeutsch ist ja für mich heute noch ein Problem, aber habe ich ja mittlerweile einigermaßen drauf. Ja, da musste ich mich erstmal in der Sprache umstellen. So, okay. Dann gab es da auch verschiedene Lehrer natürlich. Jetzt für Latein, Mathe, Geschichte, Erdkunde, alles Mögliche. Ne? Deutsch. Ja, Deutsch besonders, ja. So, man muss jetzt sich vorstellen, diese Lehrerschaft damals war großenteils noch gestellt dadurch, durch Kriegs,
Heimkehrer, die dann so ein Kursabitur noch machen konnten und dann auf die Schnelle Lehrer wurden. Ja, das waren also schon damals ältere Herren. Eine Frau übrigens. So. Wie lief das dann da? Da lief das ganz genauso. Wir hatten einen Deutschlehrer. Später auch Erdkunde, Geschichte, Philosophie in höheren Stufen. Ja, da ging durch, also muss sagen, angefangen sind wir in der Sechsta mit, ich glaube, 44 oder 46 Peoples in der Klasse. Aus dieser Klasse haben hinterher, lass mich schätzen, 15 Abitur gemacht im ersten Anlauf. Ja, ich auch. So. Der ging also durch die Klasse, mussten Gedichte auswendig lernen, alles Mögliche. Ne? Dactylus, Trocheus, alles Mögliche dann da zum Ausdruck bringen. Versmaße. Ja. So, und wenn das nicht vernünftig klappte oder wenn irgendwie mal Unruhe war oder was, da ging der durch die Klasse und prügelte von hinten mit der flachen Hand auf den Rücken. Ja. So, ja, stellt euch das mal heute vor. Lange Rede, kurzer Sinn wieder. Was ich sagen will, ist, es war, wir hatten einen anderen, der zog einen an den Ohren. Ne? Und zwar richtig heftig, der drehte die um. So, was ich sagen will, ist, es ging denen darum, Verhaltensweisen in Schranken zu halten, in Grenzen zu halten, zu korrigieren. Ja, Verhaltensweisen uns von uns Schülern. Ja. Heute, und jetzt machen wir ganz schnell den Durchgang, heute, die Lehrerschaft, denen geht es ja, um Haltung zu initiieren bei den Schülern, um eine gewisse Haltung in die Schüler zu indoktrinieren. Ja, und ja, mittlerweile im Zuge unseres C auch um die Existenz der Schüler. Um die Existenz der Schüler im biologischen Sinne. Ja. Wenn ein Lehrer heute herkommt und verlangt, dass man doch gefälligst überprüfen müsse, wie gesund oder krank man sei, dann geht das um die Existenz der Schüler, nicht mehr um Verhaltensweisen. Ja, das unterscheidet sich also. By the way, wir hatten früher, und das, ich habe 74 Abitur gemacht, 1974. Da fing das schon an, dass die Lehrerschaft sich vorwiegend links orientierte. Wir hatten einen Lehrer, der war bekennender CDU-Mann und der war ja nicht gut angesehen, sagen wir so. Verhasst will ich nicht sagen. Ja? Belächelt. Ja? Es war damals schon in, ihr müsst bedenken, das war Mao-Zeit, Mao-Bibel und so weiter und so fort. Ne? Also der Kommunismus hatte seinen Lauf. Ja, so. Nur dieser eine, ich habe dem damals auch, habe dem auch hinterher gelacht, also muss ich ganz ehrlich sagen. Man kommt ja hinterher erst auf den Trichter. Ja? Was ich sagen will, diese linke Struktur, die gibt es nicht erst seit 20 Jahren, die gab es schon viel früher. Ja? Wir dürfen nicht annehmen, oh, Zweitakter. Cool. Wir dürfen nicht annehmen, oder es wäre ein Fehler anzunehmen, dass das alles jetzt in der Jetztzeit erst sich initiiert hat, mit diesem Linkssein. Das gab es schon viel früher. Von daher wundert mich das alles nicht heute. Das wundert mich gar nicht. Was sich allerdings geändert hat, ist körperliche Attacken von Lehrer auf Schüler. Das geht heute gar nicht mehr und das finde ich gut.
Ja, das finde ich gut. Damals hat sich auch kein Elternteil beschwert. Ne? Gar nichts. Ne? Das war halt einfach so. Nur dieses das ist halt einfach so, dürfen wir heute nicht mehr akzeptieren. An der Existenz der Schüler hat ein Lehrer nichts verloren. Der hat seinen Dienst zu tun, junge Wesen, junge Menschen ins Leben zu führen. Ja? Und Voraussetzungen zu schaffen, beziehungsweise sich selber zu hinterfragen, wie bringe ich das Leben, was später auf die jungen Leute wartet, auf die Kinder wartet, in möglichst effizienter Weise in den Erfahrungshorizont der Kinder. Ja, wie motiviere ich? Ja, und zwar nicht nur die Besten, das war nämlich damals bei uns immer so. Da ging es nur um die Besten. Ja? Nur der Beste war gut. Ja? Alles andere war so Beifang. Ja? Das könnte ich noch stundenlang reden. Ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden, was ich sagen will. Wenn nicht, dann sagt es, dann mache ich noch einen drauf. So, danke, ehe das hier zu lang wird. Also, schönen Lehrertag wünsche ich nur den Lehrern, die sich der Verantwortung bewusst sind, die sie übernehmen, wenn sie diesen Beruf wählen. Tschüss, schönen Abend noch.